Hallo, hört ihr mich gut? Geht das? Okay. Ja, warte mal. So jetzt. Jetzt geht es nicht mehr um Überwachung und Algorithmen im Opernhaus, sondern im Polizeieinsatz. Mein Name ist Sonja Peter-Anderl und ich bin Redakteurin, also Spiegelredakteurin im Ressort Netzwelt. Ich berichte vor allem über Themen, die so im Schnittbereich von organisierter Kriminalität, Polizeiarbeit und Digitalisierung liegen. Und habe mit meiner Kollegin Julia Jaroszewski das Buzzing Cities Lab gegründet. Wir arbeiten seit mehreren Jahren, also über 10 Jahren, in brasilianischen Favelas im Grenzgebiet von Mexiko und analysieren, wie Digitalisierung sowohl Kriminalität als auch Polizeiarbeit und Sicherheit beeinflusst. In diesem Sinne habe ich mich natürlich auch mit Predictive Policing beschäftigt. Ich habe so die Anfänge von Predictive Policing-Systemen in Deutschland begleitet, die Experimente ungefähr 2014, 2015 und war in den letzten Wochen auch im Rahmen eines Kellen Fellowships in den USA unterwegs, in Pionierstädten wie Chicago und Los Angeles, die eben sehr früh mit Predictive Policing experimentiert haben und wo man jetzt aber auch ganz gut sehen kann, was dabei alles schiefläuft. Predictive Policing ist quasi vorausschauende Polizeiarbeit, also eigentlich ein Paradigmenwechsel zu einer präventiven und, so zumindest die Vision, präziseren Polizeiarbeit. Das heißt, Polizeieinheiten weltweit setzen mittlerweile Systeme ein, die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen an bestimmten Tatorten oder möglichen Tatorten prognostizieren wollen oder es versprechen. Es geht aber um das zukünftige Verhalten, entweder von Serienstraftätern bzw. von Menschen, die als sogenannte Gefährder gelabelt werden oder als Risikopersonen. Das heißt, man muss einmal unterscheiden zwischen ortsbezogenen Systemen, also die sich eher auf mögliche Tatorte fokussieren, und personenbezogenen Systemen. Und dann gibt es auch noch Mischformen, wie zum Beispiel in L.A. In diese Systeme oder Berechnung fließen einerseits historische Daten ein, also Crime-Daten, aber eben auch aktuelle Trends, sozioökonomische Daten unter Umständen und zum Teil auch Echtzeitdaten und Social-Media-Daten. Es sind oft PPPs, also Private-Public Partnerships. Das heißt, oft ist es so, dass die Polizeien in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen oder mit Universitäten solche Systeme entwickelt haben. Das Ziel ist eben, Gefahren oder Gefährder in Anführungsstrichen frühzeitig zu erkennen und damit eben auch Patrouillen zielgerecht einzusetzen und mit diesen datenbasierten Prognosen, Ressourcen und Kosten sparen. In Deutschland ist es so, dass 2014 das LKA München als eine der ersten LKAs Precops eingesetzt hat. Das ist ein ortsbasiertes System, das eben bei Muster bei Wohnungseinbrüchen erkennen möchte, damit die Münchner Polizei dann sozusagen vorbeugende Patrouillen fahren kann. Und dann werden eben bestimmte Gebiete im Stadtgebiet auf Basis von historischen Daten und bestimmten Verhaltensmustern quasi wie im Ampelsystem eingestuft. Es gibt in Deutschland vor allem ortsbezogene Systeme. Das heißt, es gibt ungefähr ein halbes Dutzend solcher Systeme, die vor allem Einbrüche vorhersagen, und zwar Einbrüche, die organisiert begangen werden. Also das heißt, wo es eine Wiederholung gibt, und die Theorie ist dann eben, dass sich bei bestimmten Mustern in den Gegenden wieder solche Taten wiederholen. Es sind zum Teil Systeme, die selbst in den Polizeieinheiten entstanden sind, zum Teil eingekaufte Systeme wie im Münchner Fall, also Precops, und teilweise Software, die dann eben von den Polizeieinheiten auf die Bedürfnisse angepasst wurde. Das Problem ist, wie gut das Einkreisen von Kriminalitäts-Hotspots funktioniert, weiß man nicht, weil die Wirkung sehr schwer messbar ist. Das Problem ist eben, Erfolg würde ja eigentlich bedeuten, dass kein Verbrechen stattfindet. Das heißt, es ist natürlich im Umkehrschluss sehr schwierig zu beweisen, was man verhindert hat. Das ist eine Studie von dem Kollegen Tobias Knoblauch, der für die Bertelsmann Stiftung Polizeiarbeit erforscht hat, Predictive Policing in Deutschland im vergangenen Jahr. Er hat gesagt, den Erfolg kann man einfach nicht man kann keinen Erfolg nachweisen. Was vielleicht ein positiver Nebenaspekt sei, ist, dass die Polizeieinheiten, die quasi solche Systeme nutzen wollen, sich erstmal grundsätzlich Gedanken darüber machen, welche Prozesse kommen bei uns überhaupt zum Tragen, wie sind die Teams strukturiert und so weiter und so fort. Das ist kein besonders großes Ergebnis.
Was problematisch ist, ist, dass solche Scoring-Systeme oder Prognosesysteme verstärkt auch personenbezogen eingesetzt werden. Das bedeutet, dass bestimmte Personen quasi mit Risikofaktoren belegt werden, beziehungsweise dann eben als, also quasi als in verschiedenen Kategorien klassifiziert werden und man sie dementsprechend dann im Blick behält oder Präventionsstrategien anwendet. In Deutschland geht es dabei vor allem um Scoring im islamistischen Bereich, also Terrorismusbereich. Es gibt das System Radar ITE, das vom BKA quasi mitentwickelt wurde und wahrscheinlich zunehmend dann eben auch auf Landesebene etabliert werden wird. Und da geht es eben darum, bestimmte Lebensverhältnisse von möglichen Terroristen zu erfragen und die dann eben einzuordnen. Das Problem ist dabei natürlich, dass man damit Menschen labelt und bestimmte Strategien dahinter klemmt. So. Auf der anderen Seite existiert wenig Transparenz, wie genau das funktioniert, wie diese Punkte zugewiesen werden und wie man eben in diese Hochrisikokategorien hineinrutscht. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe beim BKA, das gerade an einem Punktesystem für straffällige Zuwanderer beziehungsweise Zuwanderer, die eben zu Serientäter werden könnten, arbeitet. Das heißt, da sind mehrere solche Systeme in der Entwicklung. Und Hessen hat auch, setzt mittlerweile auch eine Variante von Gotham ein. Das ist eine Software, Analyse-Software von dem sehr umstrittenen IT-Sicherheitsunternehmen Palantir aus dem Silicon Valley, die eben in den USA auch für Border Security arbeiten, beziehungsweise für größere Finanzunternehmen, für die CIA und so weiter und so fort, wo dann auch nochmal die Frage ist, wo fließen diese Daten, die in deutschen Polizeien erhoben werden, später vielleicht hin? Also wie sieht da die Datenkontrolle aus? Palantir Software, beziehungsweise in dem Fall Hessen Data, stellt eben Verbindungen und Netzwerke dar und zeigt dann eben auf, soll dann eben auf sogenannte Gefährder aus dem islamistischen Bereich hinweisen. Es ist aber so, dass die Software zunehmend auch im Bereich organisierter Kriminalität oder in anderen Kontexten zum Einsatz kommen soll. Natürlich ist es auch im internationalen Bereich problematisch, weil es gibt diverse Gesetzesvorhaben oder Initiativen, mit denen Daten immer stärker sozusagen grenzüberschreitend ausgetauscht werden sollen. Und vor einigen Tagen kam jetzt zum Beispiel eine Gerichtsentscheidung eines Bundesgerichts, dass die amerikanische Terror-Watchlist eigentlich nicht also verfassungskonform ist, weil das Risiko zu groß ist, dass Menschen dort hineingeraten als Terrorverdächtige oder angeblich Terroristen und die Folgen oder Konsequenzen sehr hart sind. Also Einreisestopp, Einstellung von öffentlichen Leistungen und so weiter und so fort, völlige Überwachung. Es gibt ein Narrativ, das Sicherheitsfirmen sehr gern verbreiten, nämlich das Verbrechensbekämpfung bzw. in diesem Fall ja Prävention, weil ich ja oft von potenziellen Tatorten oder Gefährdern ausgehe oder Terroristen oder Kriminellen. Also dass Technologie Verbrechensbekämpfung sozusagen viel präziser macht, schonender und für alle mehr Sicherheit verspricht. Dafür gibt es aber Gegenbeispiele. Zum Beispiel die Stop LAPD Spying Coalition, das ist eine zivilgesellschaftliche Initiative in Los Angeles. Die sagen, dass sozusagen Predictive Policing oder diese datenbasierten Annahmen quasi die Richtung vorgeben für den Schuss, der dann den Körper trifft. Also bevor the bullet hits the body, hat man sozusagen diese datenbasierten Vorannahmen, die zum Teil aber auch oft Vorurteile bestätigen. Und zum Beispiel in Los Angeles trifft ja Überwachung, Policing, besonders Black and Brown Communities. Das heißt eben schwarze, junge Männer, Latinos, was sich auch in den Daten dann widerspiegelt. Los Angeles gilt als die Gang Capital of the Nation. LAPD zufolge sind dort gerade 450 Gangs aktiv. Es ist eine Stadt, die eine sehr zerrissene Stadt ist. Also Diskriminierung schlägt sich auch im in der Wohnungspolitik und Bildungspolitik und so weiter wieder. Und es gibt eine lange Historie von Polizeigewalt, von Skandalen, Hardline-Policing und excessive use of force. Die Los Angeles Crash Police, das war eine sehr umstrittene, berüchtigte Anti-Gang-Unit.
die eben mit harten Methoden statt mit datenbasierten, präzisen Modellen gearbeitet haben. Die haben dann oft auch haben Razzien in Häusern gemacht, Familienmitglieder oder teils auch Unbeteiligte gefoltert, eingeschüchtert, Wohnungen zerstört. Es gab Ende der 90er Jahre einen Rampart-Skandal, bei dem dann 70 Leute, also 70 Polizisten angeklagt wurden, weil die in Korruptionsvorfälle, in außergerichtliche Hinrichtungen, also Erschießungen verwickelt waren. Mit dieser Geschichte, also Predictive Policing, war auch die Chance sozusagen oder zumindest die Vision für die LAPD, also die Polizei von Los Angeles, Abschied zu nehmen von diesem Image der harten Brutalos. Also die hatten nach den Rampart-Verurteilungen oder nach diesem Gerichtsvorfall tatsächlich auch sehr stark damit zu kämpfen und waren natürlich logischerweise auch in den Communities nicht beliebt. Predictive Policing sollte den Paradigmenwechsel bringen. Die Idee war eben, dass man wie bei einer Operation quasi sehr gezielt, laser-like, also with laser-like precision, diejenigen sozusagen aus den Communities ins Auge nimmt, die wirklich Serientäter sind und die dann, also Zitat, wie Tumore aus den Vierteln herausschneidet. Also es ist eine sehr technische Perspektive und hat so auch absolut nicht funktioniert. Die Operation Laser, also die Erforschung für Operation Laser begann 2009. Die LAPD, also die Polizei von Los Angeles, hat eine Zusammenarbeit mit einer privaten IT-Firma, Justice and Security Strategies Inc., ein Forschungsstipendium vom Justizministerium bekommen. Und mit dem haben die dann angefangen, sozusagen diese Operation Laser, also dieses Programm zu entwickeln. Und das ist einerseits ein Orts-, aber auch ein personenbezogenes Programm, um diese Gang- und Schusswaffengewalt in Los Angeles beziehungsweise in bestimmten Vierteln in den Griff zu bekommen beziehungsweise sehr gezielt ins Visier zu nehmen. Hotspots wurden zuerst ausgewählt. Das heißt, man hat geguckt, welche Regionen sind besonders verantwortlich für den größten Anteil von Gang- und Gun-Violence. Auf Basis von Notrufdaten aus den vergangenen Jahren, auf Basis von Kriminalitätsstatistiken, aber auch eben Verhaftungen im Zusammenhang mit Waffengewalt. Es wurde dann der Newton District als erster Ort für diesen Pilotversuch ausgewählt. Der war damals auf Nummer 3. Es war in diesem District, in dem ungefähr 150.000 Bewohner leben, waren ungefähr 40, 44 Gangs damals aktiv, laut Zählung der LAPD. Und eine Rolle hat aber auch gespielt, dass dieser Bezirk relativ wenig beforscht war und dass der damalige Polizeichef des Distrikts offen war für Predictive Policing. Also die wollten damals diese neue Form der Polizeiarbeit ausprobieren, was ja auch ein relativ wichtiger Faktor ist. Es wurden dann auf Basis von geografischen Analysen und dieser Crime-Daten-Analyse aus der Vergangenheit 5 sogenannte Hotspots definiert, wo eben mit gezielten Patrouillen eingegriffen werden sollte. Und es sind relativ, also so eine Art Business-Korridor, also relativ belebte Korridore in diesem Gebiet. Und dann gab es noch dieses größere Viereck, war sozusagen ein älterer Hotspot, der einfach übernommen wurde von der vorigen Anti-Gang-Unit. Also hier rechts quasi dieses Stück, weil das sowieso schon Schwerpunkt von Polizeiarbeit war. Das ist die ortsbasierte, genau, das ist die ortsbasierte Komponente. Das heißt, man hat es erstmal eingegrenzt auf bestimmte Viertel, aber eben auch auf bestimmte Personen. Und diese sogenannten Chronic Offenders, also diese Serientäter, die wurden beobachtet von einem, also pro Gebiet, beobachtet von einem sogenannten Crime Intelligence Detail, das heißt ein Team aus 2 Polizeieinheiten und ein Analyst. Und die haben einerseits die täglichen Informationen, die von den Patrouillen kamen, ausgewertet und andererseits hatten sie aber auch mit Palantir Software quasi ein Dashboard, wo verschiedene Informationen aus also nationalen, aber auch lokalen Polizeidatenbanken und anderen Datenbanken eingeflossen sind. Ebenso wie eben Social Media. Sogenannte Chronic Offender Bulletins dienten dann dazu, quasi eine Person zu beobachten,
wo dann alle möglichen Informationen, sowohl aus der Vergangenheit als auch eben aktuelle Daten zusammengezogen wurden. Das heißt Verhaftungen, wie oft hat die Person Polizeikontakt gehabt, quasi so eine Art ja, Steckbrief, könnte man jetzt sagen. Dieses Foto stammt aus einer Präsentation von LAPD, das ist aber nur ein Beispiel. Ich habe ihn trotzdem unkenntlich gemacht. Genau, und dieses Chronic Offender Bulletins, also da ging es halt um physische Beschreibungen, auch Tattoos und so weiter, besondere Merkmale, die Gang Affiliation, also eine Gangmitglied wurde dort aufgeführt. Es wurden zum Beispiel auch Daten aus also Kfz-Tracking mitgeführt. Und die Offiziere wussten quasi, die Beamten, also wo derjenige unterwegs ist. Dann schloss sich ein Scoring an, das heißt pro Gebiet wurden dann sozusagen die 12 Serientäter definiert oder potenziellen Serientäter oder Schwerkriminellen, die die Polizei besonders im Auge halten wollte. Nach einem Punktesystem, das sehr umstritten ist, also es gab dann zum Beispiel 5 Punkte für die Gangmitgliedschaft, 5 Punkte, ob jemand gerade aus dem Gefängnis kam oder entlassen wurde, 5 Punkte, falls jemand mit einer Waffe erwischt wurde oder Polizeikontakt quasi hatte. Und dieses Scoring wurde dann später im Laufe der Jahre nochmal angepasst. Das heißt, also man wurde quasi für jedes Mal, wenn man mit einer Waffe erwischt wurde oder aufgrund eines Waffenverbrechens im Gefängnis landet, wurde es quasi aufaddiert. Das Problem ist, dass also Gang-Datenbanken oder die Gang-Mitgliedschaft, die Definition der Mitgliedschaft, extrem kontrovers sind. Also es kann schon reichen, dass man im falschen Viertel wohnt, dass man mit jemandem zusammen unterwegs ist, dem diese Gang-Mitgliedschaft quasi, ja, der als Gang-Mitglied gilt. Das heißt, vor allem wenn man schwarz ist, männlich oder Latino, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering oder das Risiko relativ hoch, dass man eben als Gang-Mitglied definiert wird. Gerade in Los Angeles wurde die Gang-Datenbank reguliert. Also die ist seit mehreren Jahren, steht die quasi schon in der Kritik, was auch zeigt, dass es problematisch ist, diese Daten als Grundlagen im System zu verwenden. Dasselbe gilt für Chicago. Ein Kollege, Mick Damke, hat für ProPublica darüber geschrieben, der hat Daten sozusagen angefragt und hat die ausgewertet und hat dann diverse Rentner und so weiter und so fort, unbeteiligte Leute in diesen Daten gefunden. Er sagt halt so, pushing 80 and still gangbanging. Und da waren auch zum Teil Minderjährige drin, also Leute, die nicht in dieser Gang-Datenbank hätten erfasst werden sollen. Und das wurde dann auch in diesem Jahr bestätigt von einer Kommission, also von einer offiziellen Kommission. Das heißt, diese muss auch überarbeitet werden. Operation Laser sollte so wirken, dass in diesen Hotspots dann quasi wöchentliche Missionen stattfanden, dass mehr Patrouillen dort stattfinden. Und man wollte eben diese Chronic Offenders einerseits verhaften, andererseits aber eben auch sie direkt ansprechen und aufmerksam machen, dass sie unter Beobachtung stehen und dort quasi weitere Maßnahmen anknüpfen. Das sollte quasi auf eine non-invasive Art geschehen. Das heißt, da klingt dann wieder diese Metapher der Operation und der Tumor an. Und in den Berichten, die allerdings meistens verfasst wurden von Leuten, die auch in der Entwicklung dieses Systems beteiligt waren oder von der Polizei selber, das heißt, es gab kein offizielles unabhängiges Auditing, wurden verschiedene Erfolgsmeldungen vermeldet. Also zum Beispiel, dass Waffengewalt quasi fast viermal so schnell gefallen ist, irgendwie seit Einsatz von Laser. Das Problem ist eben, dass die Wirkung schwer messbar ist. Es ist bei Kriminalität grundsätzlich so, dass es nie nur einen Faktor gibt, auf den es zurückgeführt werden kann. Es gibt keine wissenschaftlichen Studien und die Daten sind zum Teil auch verunreinigt. Es war so in Los Angeles, dass verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen dafür gekämpft haben, mehr Daten durch Public Records Requests von der Polizei, von der Stadt zu erzwingen, um mehr über Laser zu erfahren, weil diese Operation quasi geheim ablief oder mehr oder weniger nicht öffentlich. Die LAPD Spying Coalition hat geklagt. Es wurde letztendlich eine Kommission, das heißt nochmal eine unabhängige Bewertung dieses Systems, Evaluation eigentlich durchgeführt. Und
dieser Review, der im März 2019 erschienen ist, der ist eben vernichtend. Man fragt sich halt, das hätte eigentlich schon viel eher stattfinden müssen, dass man sich diese grundlegenden Prozesse ansieht und dann eben auch den Impact oder den möglichen Schaden für diese Communities oder Risikopersonen evaluiert. Es gab Probleme mit Daten, also manuelle Daten, die über diese Polizeiinterventionen eingetragen wurden, offenbarten eben andere Fakten als zum Beispiel die automatisiert erfassten Präsenzzeiten, die durch GPS-Systeme quasi erfasst wurden. Operation Laser wurde mittlerweile, also sollte 2019 letztendlich in allen Verwaltungsbezirken etabliert werden. Das heißt, es war dann schon fast flächendeckend. Das Problem war, dass jede Polizeieinheit dieses System also unterschiedlich angewandt hat. Es gab keine dokumentierten Prozesse. Und die Chronic Offenders, also diese angeblichen Serientäter, hatten laut dieser Analyse sehr wenige Polizeikontakte. Es wurden viele Menschen verhaftet, aber das ist nicht unbedingt auf diese Operation Laser zurückzuführen. Also es gab einfach eine lange Liste von Problemen mit diesem Programm. Und die Kommission hat dann empfohlen, dass, wenn diese Strategie überhaupt weiter angewandt werden würde, bräuchte man eben Parameter, um die Auswahl der Personen, aber auch eben dieses Data-Tracking zu überwachen und überhaupt den Erfolg von so einer Maßnahme zu messen. Operation Laser wurde dann eingestellt. Was ein Erfolg ist, PredPol, also es ist ein ortsbasiertes Programm, mit dem wiederum Wohnungseinbrüche und solche Kriminalität vermessen wurden und auch in der Kritik stand, wurde noch nicht eingestellt, ist aber auch stark in der Kritik und wird jetzt eher so als unterstützendes Tool geframed und eben nicht nur, also nicht mehr so als allmächtiges Prognoseinstrument gesehen. Und diese GPS-Tracking-Systeme, die auch messen sollten, wie viel Präsenz Polizei in diesen Hotspots hat, die werden nochmal überarbeitet. Es soll auch Manuals für die Polizisten geben, damit sie wissen, wie diese Systeme eigentlich angewandt werden sollen. Es ist reichlich spät. Also wie gesagt, dieses System ist seit 2011 einfach im Einsatz. Und der Polizeichef hat einen Shift zu Precision Policing angekündigt. Was ein bisschen absurd ist, weil es eigentlich ein relativ alter oder traditionellerer Ansatz ist oder schon ein paar Jahre alt, bei dem es einfach darum geht, dass präzise datenbasierte Analysen ergänzt werden durch Community Policing. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch ein bisschen. Kann ich ganz kurz? Okay. Ganz kurz 10 Learnings, also aus diesem Beispiel aus den USA. Es ist extrem wichtig, wenn man die Mechanismen von Predictive Policing offenlegen möchte, zusammenzuarbeiten. Den meisten Erfolg haben Initiativen, bei denen sozusagen Datenjournalisten, Tech-Experten, Universitäten vielleicht zusammenarbeiten mit Investigativjournalisten, weil es sehr komplex ist. Die Daten rückzuverfolgen wird immer schwieriger, weil auch Daten aus dem Ausland verwendet werden. Es ist sehr wichtig, den Kontext zu analysieren, in dem die Daten entstanden sind. Das heißt, man muss sich auch anschauen, wenn man mit historischen Kriminalitätsdaten der Polizei arbeitet, in welchem Kontext findet dieses Policing statt und verzerrt es zum Beispiel die Datenlage, wenn gewisse Vorfälle nicht gemeldet werden. Was bei der LAPD geschehen ist, dass zum Beispiel Verdächtigen Drogen oder Waffen untergeschoben werden. Auf dieser Basis kann man keine Vorhersagen treffen. Die betroffenen Communities müssen mit einbezogen werden. Stop LAPD Spying Initiative hat zum Beispiel Fokusgruppen gemacht mit Betroffenen aus den Vierteln, um zu gucken, wie beeinflussen diese Systeme tatsächlich den Alltag. Und es gibt zahlreiche Tools, die es ermöglichen, vom Staat öffentliche Dokumente zu erfragen, was aber natürlich nicht reicht. In den USA hat gezeigt, dass quasi so städtische oder polizeiliche Aufsichtskommissionen Druck machen können. Also es hat im Endeffekt ja zur Abschaffung oder Einstellung von Laser jetzt zumindest geführt. Und man kann natürlich nicht immer über die Pressestelle gehen, muss seine Informationen auf anderem Weg sammeln, weil die sind relativ versperrt. Ein wichtiger Komplex ist auch die Kollaboration von Universitäten, also die oft an diesen Prognosesoftwares mitforschen,
zu analysieren, weil die ganz oft quasi eine Art wissenschaftliche Legitimität mitliefern, aber eigentlich nicht unabhängig sind, wenn Personen quasi aus dem Lehrstab beteiligt sind an der Entwicklung von kommerzieller Software. Und wie immer gilt Follow the Money. Also es gibt gerade auch zum Beispiel hier im Zusammenhang mit Palantir sehr strittige Geschäftsmodelle. Die Software wird den Polizeieinheiten zum Beispiel kostenlos zur Verfügung gestellt. Also hier im Fall von Hessendata war der Wert der Beschaffung bei 0,01 also ein Cent quasi. Das heißt ein symbolischer Betrag. Und oft ist es so, dass die die Hersteller von Bodycams, aber eben auch von Software, den Polizeieinheiten Software und Hardware kostenlos zur Verfügung stellen, bis sie sozusagen etabliert haben. Und man muss auch fragen, was sind die realen Kosten im Endeffekt? Weil Privatfirmen haben damit Zugriff auf die Daten von Polizei in Bezug auf Terror, in Bezug auf Kriminalität und so weiter. Das heißt, es geht einfach um sehr sensible Personendaten. Predictive Policing steht quasi nicht auf der grünen Wiese, sondern ist Teil von Überwachungsökosystemen. Das heißt, man muss nicht nur an Software denken, die von der Polizei eingesetzt wird, sondern hier fließen quasi Daten aus verschiedenen Erhebungs-, aus verschiedenen Kanälen zusammen. Sei es Drohnen, Bodycams, Daten, internationale Daten. Das heißt, es ist einfach ein sehr komplexes Instrument, das man stärker analysieren muss. Genau. Und das war jetzt sozusagen der schnelle Ritt durch Predictive Policing. Und wer sich auch damit beschäftigt oder noch Fragen hat, kann mich entweder auf Twitter kontaktieren, Global Reporting, oder per E-Mail sonja.peterandal@spiegel.de.